Ich habe erst einmal in meinem Leben Pen & Paper gespielt, allerdings ist das schon 20 Jahre her. Ich habe keinerlei Erinnerung daran, außer dass es ziemlich schnell ausgeartet ist. Deswegen gehe ich praktisch als Frischling in dieses Spiel, freue mich sehr auf das Fallout-Szenario und bin gespannt, was im Zusammenspiel mit den anderen dafür eine bekloppte Geschichte bei rauskommt. Ich habe noch nie in Pen & Paper gespielt, das ist für mich also das erste Mal, dass ich bei sowas mitmache, aber ich habe eine ziemlich große Erwartungshaltung daran, weil ich vor allem die ganzen Geschichten aus der Fallout-Welt super gerne mag, aus den Spielen, und in sowas halt mal selbst einzutauchen und auch selbst die Möglichkeit zu haben, die Geschichte selbst zu verändern durch die eigenen Handlungen, da freue ich mich riesig drauf. Ja, ich habe absolut überhaupt keine Erfahrungen mit Pen & Paper und bin auch nicht der absolute Fallout-Nerd, also das ist für mich jetzt beides eigentlich komplettes Neuland. Ja, meine Erwartungen sind, dass wir spätestens nach 1,5 Stunden uns entweder komplett totkloppen oder nackt auf den Tischen liegen und korpulieren. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es wirklich, wirklich richtig cool wird. Ich bin halt sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen nervös. Mal sehen. Ich habe 0 Pen & Paper Erfahrungen bisher gehabt. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ganz witzig. Ich rechne fest damit, dass wir alle davon Pickel kriegen und fett werden und unsere Haut bleicher wird. Ich glaube aber, dass wir genau die richtigen Menschen zusammengetrieben haben, um unglaublich peinliche Dinge zu tun. Ich spiele seit 20 Jahren Pen & Paper und seit knapp den letzten 5 Jahren leite ich hauptsächlich die Runden. Und zwar quer durch alle Systeme, egal welches Genre, Horror, Science Fiction, Fantasy oder heute halt auch Fallout, mal Endzeit. Auf Anfrage hin habe ich extra für Fallout dieses Szenario entwickelt und ein bisschen auch auf die Charaktere und insgesamt auf das Team hier zugeschnitten. Und ja, es ist mein erstes engagiertes Spielleiten sozusagen und da freue ich mich besonders drauf.